Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so Caravansalon 2024 via et Adria und haben hier Adora Oxford UT als 572 UT Variante. Ziemlich schöner Wohnwagen. Ich zeige dir auch gleich, was daran so ganz besonders ist. Also besonderer als an manchen anderen Modellen. Das natürlich nach dem Intro. Dann auch direkt einen Faktencheck. Na klar, los. Und wenn ich sage, was ganz Besonderes, dann siehst du das hier hinter mir im Zweifelsfall schon, weil der Kenner, ja, der erkennt es, deswegen heißt er ja auch so, auf den ersten Blick. Wir haben hier eine sehr britisch, gar englisch anmutende Front. Denn, das kennst du ja zum Beispiel von anderen Wohnwagenherstellern von der Insel, die jetzt auch nicht mehr in der EU sein wollen, so mit diesen ganzen vielen Fenstern hier, was natürlich eine ganze Menge Licht reinbringt in deinen Caravan. Und wie das Ganze dann noch darüber hinaus aussieht, ich bin gerade ganz alleine hier, deswegen muss ich die Kamera auch selber tragen. Naja, das gucken wir uns mal an, indem wir so einen kleinen Rundgang wagen. Millie ist nämlich mal wieder, wie immer, naja, manchmal muss man ja auch Träume haben dürfen, oder? Adora 572 UT. Die Fenster, die sehen wir uns gleich vorne noch mal ganz entspannt etwas genauer an. Und wir sehen aber noch was Neues und zwar mit auch einem einzigen Blick, wahrscheinlich schon sogar erkennbar, nämlich, das Ding ist nicht mehr Weißware, sondern wir sind hier, was ist das, Millie, grau? Das ist grau. Grau. Finde ich das hier so schön. In der Erbe haben damals die Kinder dazu Schminkfarbe gesagt. Ich würde jetzt sagen, es ist ein gedecktes Bordeaux. Großer Kühlschrank, 4,25 Bar, Wasser, Kühlschrank hatte ich schon. Guck mal, eine Aldeheizung, Staufach, Locus. Und bei Locus, da kannst du dich auch auf was Schönes freuen. Ich nehme es vorweg, Spoiler-Alarm, Heckbad. Yay! So, aber bevor wir uns das Heckbad anschauen, schwenken wir aber noch mal ein bisschen weiter rum. Und dann sehen wir die gerade eben schon angesprochenen britischen, englischen Fenstervarianten. Guck mal, swoosh! Normal hast du ja nur ein Fenster vorne bei so deutschen Wohnwagenherstellern. Oder nee, deutsch ist ja auch falsch, europäischen. Ja. Hier allerdings nimmt man sich dieses Design der Insel an, was natürlich dann gleich auch ein bisschen mehr Licht reinbringt. Ich hatte dir aber nicht nur Licht versprochen, sondern natürlich auch einen Faktencheck. Leider sind unsere Displays noch aus. Ist ja gar kein Display, da kommt etwas reingehangen. Ach komm, machen wir einfach so, dann ist es authentisch. So, wir haben nämlich ein Eigengewicht von 1445, Masse im fahrbereiten Zustand 1520 und dann die maximale zulässige Gesamtmasse 1,9. Nach Adam Riese 380 Kilo Zuladung. Das ist schon mal gar nicht so wahnsinnig wenig. Nehme ich wieder mit, braucht man im Zweifelsfall noch. Und jetzt gehen wir mal rein und dann sehen wir nämlich schon, ja, zwei Personenwohnwagen im ersten Moment für Menschen, die Wert auf geruhsamen Schlaf legen. Warum? Naja, wir haben nämlich zwei Einzelbetten. Oh. Damit man sich des Nächtens auch nicht ständig auf Zunder geht, ist ja ganz logisch. Ja, weil ich bin ja auch so ein Rumramenterer im Schlaf, kannst du Julia fragen. Ich bedränge die dann angeblich immer so. Hier würde ich mich selber in Bedrängnis bringen, weil ich einfach mal 40 cm gen Erdachse falle. Ist bequem. Mhm. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir so an Schränken. Hier ist die alte Warmwasserheizung. Das finde ich grundsätzlich sehr geil. Mhm. Das hätte ich auch gern. Ja, das ist schon cool. Obwohl ich ja auch gar kein Wintercamping mehr mache, weil bei uns im Norddeutschland ist das, weiß ich nicht. Also damals noch in München, dann nach Österreich und so rüber, da habe ich das tatsächlich vermisst. Das ist eine viel angenehmere Wärme. Kannst du mal hier einmal assistieren mit deinem Stativ und mir das zusammenbasteln? Warte. Stefan hat nämlich hier gerade ein Stativ. Ja, gebaut. Ich ja schon wieder. So, kannst du? Und dann reinschieben. Okay. So, machen wir weiter. Andere hätten das jetzt geschnitten, kommt drauf geschissen. Wir machen einfach weiter. Stauraum. Softclose? Ja. Ist ja mittlerweile auch fast schon normal. Das ist auch ganz schick. Hier, ne? Ja, auch schick. Indirekte Beleuchtung, schicki. Hier mit diesem Graustoff. Kannst dein Handy darauf ablegen. Ach so. Brille. Wenn du einen trägst. Und du trägst ja manchmal eine. Ja, Lesebrille, ne? Das ist wie Vater vernünftig. So, und jetzt sind wir hier im Heckbad. Hier ist ein bisschen Schmalski. Also ich sag mal, wenn du so 200 Kilo hast, dann wird es hier eng. Aber wenn du dann einmal durchgekommen bist, dann hast du hier eine echt geile Dusche. Also die ist wirklich gut. Oh.
Also ich kann stehen, muss natürlich aufpassen, dass ich mit meinem Bregen diesen Handtuchhalter hier nicht wegruppe. Ansonsten hier auch nochmal Heizung und echt Platz. Also geil. Dusche finde ich immer wichtig. Ja, und da ein Spiegel, da freust du dich doch auch immer drüber. Ja, ich würde nur meine Brüste sehen. So, kleines Waschbecken, kleines Locus, eine Thetford-Kassettentoilette. Ausweis haben wir ja draußen gesehen. Hier der Halter für das Locuspapier. Und natürlich kannst du hier auch zumachen. Lass mich einmal rein, damit ich es filme. Ja, ist halt zu dann. Ja, nein, ich will den Halter und so filmen. Ach so. Zu zweit passen wir da nicht rein. Nee, das ist eng. Das ist dann zu eng. Wir gehen meanwhile weiter. Achso, wir gucken auch mal unter die Betten, na klar. Weil ist ja auch immer die Frage, ist da auch Stauraum? Ah ja, das ist doof. Guck mal. Jetzt machst du das Bett hier hoch und dann fällt hier gleich der Pinüpsel ab. Der ist jetzt im Kasten gelandet. Ja, hol ich ihn wieder hoch. Wenn ich wüsste, wo er ist. Ja, mache ich gleich. Mache ich wirklich. Wenn du zu Adria kommst und das hängt noch schief, dann habe ich es nicht. Au, ich habe. Gott sei Dank. Muss ich nicht. Hier siehst du aber auch dann gleich die Heizungs. Wie sagt man dazu? Elemente? Lamelle. So, dann können wir auch gleich mal gucken, wie das geht. Ja, so macht man das, ne? Das wird unten, glaube ich, sogar noch festgeklickt. Nee, ist ja auch ganz locker. Guck mal, das habe ich nicht berührt. Ach, lass das. Guck mal, das wird da unten noch festgemacht. Ja, da musst du auf jeden Fall drauf achten, wenn du hier das Ding hochmachst. Ja, siehst du? Okay. So. Wenn du hochmachst, vorsichtig sein. Hier drunter die alte Heizung, hier auch vorsichtig, nicht zu hoch. Hier eine ganze Menge Stauraum, Wasserauslässe und was ist denn das da? Das ist ein Lautsprecher, oder? Wofür ist das? Batterie und Stromverteilung, 12 Volt Block Blasülz. Hier auch nochmal Stauraum, aber hier ist ein bisschen warm drin. Ich finde diese Sitzlounge da vorne echt schön. Da waren wir ja schon. Die ist nämlich schön und dann kommen wir nämlich auch in einen Bereich dieses Wohnwagens, der ja gar nicht so wahnsinnig unwichtig ist, nämlich erstmal Küche mit dem großen Kühlschrank und dem relativ großen Eisfach von Thetford. Was ich bemängel, darf ich mängel die? Ja. Auch auf die Gefahr, dass du dann kein Adria-Geschenk kriegst. Ist mir ein bisschen zu wenig Arbeitsfläche, weil ja, der aufmerksame Beobachter, der weiß, wenn der Günther hier anfängt, seine Bollo zu machen. Aber guck mal. Ja, hier auch noch, aber dann wird doch hier. Ja, okay, hier kommt auch der Fernseher hin. Ne? Der Fernseher, die Kaffeemaschine. Was ich gut finde tatsächlich, dass mittlerweile auch schon 12 Volt Ausgänge oder 5 Volt Ausgänge verbaut werden. Da hat ja auch ewig gedauert, bis sie darauf reagiert haben, die Hersteller. Das finde ich wirklich. Und das ist so eine Lümmelwiese, ne? Chillig. Oder? Lümmelwiese. Trau dich, wir weisen ja nicht. Ja, Lümmelwiese. Du bist schon schüchtern gewesen, Mensch. Ja, das sind so Eigenschaften, die ja grundsätzlich gut sind. Kann ich das umbauen? Du kannst das umbauen. Du hast ja noch einen Tisch mit dazu. Wo? Der ist jetzt gerade weg. Der steht gerade nicht drin, weil es doch ein bisschen auf der Messe ein bisschen eng ist. Das heißt, hier wäre noch Tisch. Genau, du hast hier einen ganz normalen, festen, einzelnen Tisch, wie auch bei allen anderen Fahrzeugen, wo du auch dran arbeiten kannst, wo du schnippeln kannst. Sehr gut, dass du es ansprichst. Das wäre ja auch ein bisschen wenig. So, für den Kaffee, für den englischen Tee. Ja. Jo. Aber na gut, Tisch ist natürlich wichtig. Und den kann ich dann absenken. Und durch das abgesenkte Tischlein habe ich hier nochmal ein Doppelbett für die Kinder im Zweifelsfall. Ja, 1,20 Brett. Für Verliebte oder Kinder. So, wie dein Bett. Hier auch nochmal 12 Volt hier oben. Diese kleinen geilen LED-Spots. Wahrscheinlich bei dir auch nochmal LED-Spots. Ja, gut, habe ich gesehen. Dann haben wir hier oben wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Stauraum. Genau. Stauraum, dieses wunderschöne, schön ist es nicht, aber es ist halt groß und gibt viel Licht. Mein Fenster ist nicht schön, aber es gibt viel Licht, sehr zweckdienlich. Und eben die von außen schon angesprochene britische Front. Sagt man so? Ich denke, dass man das so nennen kann. Ich finde es total geil. Es sieht wirklich schön aus, es macht unheimlich hell. Ja. Du hast es sonst als verschenkten Raum, ein bisschen Ablage da vorne, auf die kannst du doch verzichten. No. Links und rechts, da ist doch das Fenster schöner. Sehr schön. Kann man noch Blumenpötte hinstellen. Ja, genau. Kann man auch sein lassen. Also apropos Blumenpötte, dann gucken wir hier nochmal drunter. Dann haben wir nämlich hier auch nochmal, Melli mal oben im Poppes, auch noch eine ganze Menge Stauraum. Das wird dann gehen, wenn man die Seitenpolster hoch hat. Siehst du, das ist dann so da. Aber ist ganz viel Stauraum. Und dann hier nochmal schnell. Und hier ist der Wassertank. Ja, der muss ja irgendwo sein, ist ja logisch. So, was pass auf. Was ich auch eben entdeckt habe, das hattest du noch gar nicht entdeckt. Ach, du bestimmt. Abzugshaube. Das ist wichtig, weil wenn ich meine Bollo mache, dann mache ich die ja richtig. Wie kann man hier
Das sind Einzelbetten. Ja, das sieht man natürlich. Aber ich habe nicht eine Möglichkeit, das hier zu nehmen. Okay, nee, das ist ja wichtig. Ja, das geht nicht. Fragen viele. Ja. Tatsächlich brauchst du es als Fluchtweg. Wenn das Bett hinten ist und das Bad dahinter ist nicht mehr, dann machst du eine ganze Liegefläche. Du darfst aber die Betten nicht zusammenführen, aufgrund des Fluchtweges. Ansonsten würdest du ja, wenn jemand im Bad... Zulassungsfrage. Ernsthaft? Ernsthaft? Alles auch. Wenn jemand im Bad ist und das wäre umgebaut und die Nacht brennt und du musst rausstürmen, dann fällst du auf die Nase. Naja gut, ist halt so. Es sind halt einzelne, es gibt ja auch viele, tatsächlich viele Camper, viele Kunden. Und das sind ja gar nicht immer nur die Lebenserfahreneren, sondern von bis im Alter, die das genau so wollen. Die halt sagen, ja, du, pass auf, ich bin ja froh, wenn der Alte mich nachts mal in Ruhe lässt. Schön, dass da, weiß ich nicht, 45 cm Platz zwischen sind. Gibt es. Einige. Bist du so einer, Konrad? Nein. Gut, ich auch nicht. Ich mag gerne eine große Liegefläche haben. Ah, ich auch. Haben wir alles? Ja. Preis? 33,9, so wie er hier steht. Genau. Aldi-Heizung mit Alufelgen, mit den Fenstern, mit der Fußbodentemperierung. Mikrowelle-Option, wenn du magst. Scheiße, Klimaanlage-Option. Das ist günstig. 33,999. Ja. Hatte ich nämlich vorhin irgendwo gesehen, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe. Aber, da stand es, genau, da stand es, habe ich da vorne irgendwo hingelegt. Hier ist er. Habe ich da nämlich gesehen, 33,999. Das ist günstig, insbesondere, weil da schon die alte dabei ist. Ja. Krasses Ding. Und die Fußbodentemperierung und die Alufelgen. Und das Alufelgen ist mir egal. Aber und das Silberne, was doch deutlich schöner geworden ist. Ich finde das Silberne cool. So, nicht der Einheitsbrei weiß. Da bin ich zu männlich. Also das ist mir egal. Alle finde ich geil. Farbe ist mir egal. Sehr schön. Und da oben ist es nicht immer so hell, es sei denn, du stehst in Kroatien und die Sonne nagelt oben drauf, weil das ist natürlich ein Messelicht da oben drüber, ne? Richtig. Richtig. Was habe ich denn hier für ein langes blondes Haar? Guck mal von meiner Freundin noch, wo die gar nicht hier ist. In diesem Sinne, gut, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben noch einen Aria für dich. Wir müssen uns ein bisschen sputen, der Akku ist gleich leer. Und der ist niegelnagelneu, aber der kommt im nächsten Video. Bis dann, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Tschüss.